So sieht das Ergebnis aus. Eine glatte, akkurate Rasenkante. Hallo, ich bin Uwe. In meinen Videos geht es überwiegend um Dahlien. Mittlerweile habe ich mehr als 120 Dahlien, fast 60 verschiedene Sorten. In diesem Video zeige ich, wie man diese akkurate Rasenkante hinbekommt. Ja, und so sah das Ganze vorher aus. Nutzt gerne die Zeitstempel in der Videobeschreibung, um das entsprechende Kapitel zu springen. Ja, und die schönen Kanten, die habe ich mit meinem Rasenkantenschneider von Einhell gemacht. Das ist ein Akkusystem, das ich habe, und da benutze ich immer die gleichen Akkus. Hier habe ich einen 4 Ampere Akku, und das ist hier der Rasenkantenschneider. Ja, da ein stumpfes Messer, und da dreht sich, und wie das Ganze funktioniert, zeige ich gleich. Aber zunächst muss ich mal hier noch den Rasen schneiden, denn da kommt mein Mähroboter bis an den Rand nicht dran. Und da habe ich natürlich auch von Einhell den Rasentrimmer, zeige ich. So, und das ist jetzt hier der Rasentrimmer. Und da kann ich natürlich den gleichen Akku nehmen. Ich habe das etwas modifiziert, und zwar habe ich hier von J-Blade habe ich praktisch den Aufsatz ausgetauscht. Der hat dann zwei Messer. Das funktioniert für mich besser, habe ich festgestellt. Also das funktioniert einwandfrei, kann ich wirklich nur empfehlen. Link in der Videobeschreibung. Kostet auch nur 14 Euro oder 15 Euro mit Versand. Also das ist das rentiert sich auf jeden Fall. So, und dann legen wir mal los, und das Ergebnis habt ihr ja schon gesehen. Wollte hier diese Blades, die bekommt man ja eigentlich nicht im Original, sondern das sind ja fremde, und die passen viel besser hier an dieses J-Blade dran wie an den Originalteller. Also da habe ich eigentlich keine Probleme, dass die mal abgehen oder so, kennt ihr vielleicht. Da bekommt man manchmal immer unterschiedliche Qualitäten, und die Original, die sind ja nicht zu bezahlen. Also das ist vielleicht noch ein Tipp dann. So, und schon bin ich fertig, und ja, also diese Blades haben fast nichts abgenommen, und also das geht wirklich sehr gut. Mache ich gleich etwas sauber. Und jetzt geht es an die Rasenkante.
schon bin ich fertig. Na, ich denke, das Ergebnis kann sich doch sehen lassen. Was denkt ihr über einen Rasenkantenschneider? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, wie ihr eure Rasenkanten dann schön sauber haltet. Ja, das sieht doch sehr schön sauber aus. Ja, den Rasenkantenschneider, den habe ich jetzt schon im zweiten Jahr und für mich ist es eine echte Arbeitserleichterung. Das geht richtig schnell, alles schön sauber zu halten. Und ja, das war ein kurzes Update. Heute mehr Produktinfos hier aus dem Dahliengarten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt bitte einen Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen, denn es kommt demnächst wieder weitere Dahlien-Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.